Hier musste ich jetzt leider mal den Ton rausnehmen, weil Musik läuft. Also, ich bin jetzt in diesem SSS-Markt und gehe mal die Treppe runter und guck mal, ob ich vielleicht meine Presse dort finde für meine Orangen. Außerdem bummel ich natürlich noch ein wenig durch die ganzen Haushaltsartikel und entdecke ja auch gleich noch Bettdecken. Ich wusste auch, dass die welche haben, aber ich hatte mir schon gedacht, dass ich das, was ich suche, nämlich Gänsefeder-Daunenbetten, es dort nicht gibt. Tatsächlich steht das gar nicht drauf, was das für eine Decke ist. Und die scheint sogar richtig dick zu sein, aber ja, die hat kein Schild und gar nichts. Deswegen, egal, dachte ich mir, das sind noch die Kissen, die fühlen sich Billo an. Ja, gehe noch ein bisschen weiter durch den Laden auf der Suche nach der Saftpresse. Finde die erstmal nicht, aber da links in der Ecke wird sie gleich stehen für ganz genau 1600 Telle. Das ist mir zu viel. Das sind über 50 Euro und da bin ich nicht bereit, so viel dafür auszugeben. Weil ich ehrlich gesagt, ich habe das alles zu Hause im Dorf, ja. Das ist das. Hätte ich das nicht, würde ich es wahrscheinlich ausgeben, aber ich habe es halt. Es muss nur aus Deutschland hergebracht werden. Zumal das im Dorf rumliegt, das braucht kein Mensch. Kinder sind groß und ich presse kaum noch Orangensaft. Das habe ich ja früher ganz oft gemacht. Ich habe eine elektrische, teure Entsaftungsmaschine mit Pressvorrichtung und ich habe auch das gleiche Entsaftungsgerät, welches da steht, per Hand. Also alles Blödsinn zu kaufen, muss ich mich halt ein bisschen anstrengen. Und ich habe jetzt hier nur Tomatenmark gekauft in der Dose. Das ist eine kleine Dose, habe ich endlich mal getan. Es gab auch noch kleinere, so Mini. Aber da habe ich mir gedacht, na, diese Größe ist schon gut. Die hat 29 etwas gekostet. Das ist günstig. Das habe ich bisher so günstig noch nicht gefunden. Naja, ich wollte eigentlich Paprikamark holen, aber das war größer. Also, das ist das hochzuschleppen, ne? Genau. Also, könnte ich mir jetzt mit Tomatenmark eine Suppe machen, so einen Eintopf, diesen, entweder sind das Bohnen oder Kichererbsen, ich weiß, ich habe noch eine Dose. Ich glaube, das würde ich dann auch mal machen. Kartoffeln, Tomatenmark, schön dick, sämig, vielleicht mal ein bisschen rote Linsen zu oder so. Mal gucken. Ein bisschen Reis dazu kochen eventuell. Schauen wir mal, ne? Mal wieder hochschwatzen. Eigentlich wollte ich ja noch Brot holen, das hatten die jetzt nicht. Vielleicht haben die das da hinten in dem Backshop, da könnte ich noch mal gucken. Die ist mit, ne? Wenn ich schon mal hier bin, da ist er da gleich. Zimit, Zimit. Das war schnell, ja. Die sehen schon schön aus, ne? Die Gardinen. Richtig schön. Ja. Jetzt waren wir aber lang unterwegs. Guck ich mal wieder nach Haus. Jetzt haben wir hier vielleicht auch Zimit. Könnte ich mal gucken. Die auch Wurzeln. Ich gehe mal rein. Ja. 25, die sehen aber nicht mehr so gut aus. Ja, die sind alle weich. Ja. Gut. Nee, haben die auch keine Kringel mehr? Nee, okay. So, mal gucken, ob wir sie mit haben. Werden wir ja wohl haben, ne? Ich guck mal. Ne, haben wir auch nicht mehr. Scheiße. Nein, die haben auch keine Zimt mehr.
dann habe ich noch Pech. Kein Problem. Einen habe ich ja noch. Guck mal, die Sonne ist wieder raus. Richtig schön wieder. Alles wieder blauer Himmel. Ja! Herrlich. Ich gehe jetzt direkt nach Hause. Ich habe jetzt echt keine Lust nochmal zu Binnen zu gehen, um die Kringel zu holen. Einen habe ich noch. Ich koche jetzt gleich mal Essen. Erstmal werde ich gleich zu den Hunden müssen. Sonst wird es dunkel. Ich habe die heute Morgen schon nicht aufgenommen, weil der Gärtner gekommen ist. Deswegen mache ich das gleich. Dann muss ich ein Doppelessen kochen. Mag ich ja nicht, wie ihr wisst. Ich habe gerne alles erledigt, wenn es dunkel ist. Ich könnte auch Nudeln mit Ketchup essen, das schmeckt auch. Hätte ich auch wieder Hunger drauf. Ungesund, I know. Die Orangen müssen wegquetschen. €1.250 ist das günstigste. Das wäre auch schon gut. Die meisten sind teurer, die meisten Läden. Ich gucke jetzt nochmal im Internet. Oder eben die Maschine, aber Maschine ist mir, das kaufe ich nicht. Also es geht kaputt und dann kannst du auch nichts mehr mit anfangen. Das hat er schon so unter der Blume gesagt, weil er hat gesagt, nehmen Sie lieber die aus Metall, die ist ein bisschen teurer, aber die hält auch. Ja. Aber ja, auch recht, ne? Und ich habe sogar eine Maschine in Deutschland, ne? Ich habe einen Entsafter, also der entsaftet, er drückt die aus auf dem Dorf, also eine richtige Maschine. Die habe ich immer von meinem Sohn geschenkt bekommen, ist lange her. Die hätte ich früher richtig oft benutzt. Also eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Nur man muss es mitbringen. Weil im Dorf brauchst du auch keinen Mensch. Mal gucken. Mal wie schön das Wetter wieder ist. Es ist richtig feucht warm, ne? Schwül warm. Ich bin schon wieder dabei, dass alles runterläuft am Schweiß. Dieser Berg ist nicht so steil wie die anderen. Das geht sich angenehmer hoch hier.
Das ist dann ein Turnierbankpommes. Diese Palme ist schon lange nicht mehr rasiert. Mal gucken. Ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf. 5 Jahre ist sie nicht rasiert. Sieht man immer ganz gut. Da sind Schafe. Und Ziegen.